Moin, hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. In einer neuen Aufnahme. Die Pilze, kann man die mitnehmen? Nein, können wir nicht mitnehmen. Wir sammeln noch ein paar Sachen zwischendurch. Und ja, wir haben jetzt Herbst, nicht wahr? Wird langsam kalt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen kaufen. Guck mal, da sind Pilze drin. Einen Rucksack würde ich mir gerne noch kaufen, aber hi Pierre. Davon brauchen wir mal. Boah, das dauert 13 Tage. Nehmen wir 10 Stück mit. Korn geht auch noch. Nehmen wir mal. Sehr gut, das ist auf jeden Fall. Ach nee, das hatte ich schon. Da bräuchte ich noch einen. Machen wir Korn doppelt, okay. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, das war jetzt blöde. 5 Tage dauert Eggplan. Nehmen wir mal 10 Stück mit. Bok Choy. Was ist Bok Choy denn? Ist das irgendein Rettich oder so? Ich weiß es nicht. Yam Seeds. Cranberry. Ach du meine Güte, das kann ich gar nicht alles mitnehmen. Das habe ich gar nicht drauf geachtet. Warte mal, das kann ich noch pflanzen. Pumpkin sowieso. Das kann ich pflanzen. Das auch. Im Sommer oder im Herbst. Davon wollte ich eigentlich was haben, genau. Yam. Ich habe keine Ahnung, was Yam ist, aber wir nehmen es mit. Wir nehmen es mit, wir nehmen es mit. Cranberry nehmen wir auch mit. Das ist teuer, das Zeug. Boah, jetzt bin ich aber arm dran. Komm, die Hasen, das verkaufe ich dir. Fairy Seeds. Amaranth Seeds, was ist das denn? Amaranth sieht interessant aus. Grape. Grape brauchen wir also. Her damit. 10 Stück. Ich muss wiederkommen. Du hast einfach zu viel im Angebot, Pia. Tut mir leid, ey. Das ist echt. Ich würde sagen, bis dann. Ciao. Achso, ich muss nochmal zu Clint gehen. Da könnte ich nochmal gucken wegen der Gießkanne. Ja, aber dann ist auch wieder unterwegs hier. Tja. Da sind noch Sonnenblumen drin. Gucken wir mal, du müsstest ja aufhaben, ne? Okay. Kann ich nicht mit dir die Geode und so? Nee. Na gut, dann mach's gut. Das ist ein bisschen blöde. Ich muss das Zeug eigentlich einpflanzen jetzt. Ich hoffe mal, ich kann es einfach einpflanzen und es geht nicht kaputt. Beziehungsweise gut, wenn es nicht da ist, kann es eigentlich nicht kaputt gehen. Aber zur Sicherheit pflanze ich es schon mal ein, mal gucken. Keine Zeit leider, ich würde auch Hallo sagen, aber ich muss ganz schnell wieder zurück und muss pflanzen, pflanzen, pflanzen. Dann schauen wir mal. Ich hoffe nur, ich kriege das alles angepflanzt und kann das auch bearbeiten, bewirtschaften. Da ist eine Pflanze, ne? Dann hauen wir das jetzt mal alles raus. Eggplant. Zack, 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 zack. Pumpkins. Das wird echt viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe keine Ahnung, was Yam ist. Ich pflanze das einfach alles mal. Schauen wir mal. Ich hoffe nur, die Krähen, die fressen mir das da nicht weg. Das ist auch so eine Sache. So. Zack, zack, zack. Dann das hier noch rein. Habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht, ne? Cranberries habe ich hier noch. Zack, 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 zack. So. Da ja anscheinend noch was gepflanzt ist,
Goldener Korn? Nein, normaler Korn. Zack. Und die Pomegranate auch noch. Okay. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Pflanze ich die Sachen dann auf die andere Seite? Ja, könnte ich eigentlich, ne? Ich wollte ja eigentlich nochmal einen Gehweg hinbasteln, aber im Augenblick geht das so nicht. Ist egal. Schauen wir mal. Ich pflanze jetzt hier nochmal ein. Ist jetzt auch nicht perfekt gerade hier. Aber was soll's. Das wird echt hardcore, wenn ich das hier wieder alles bepflanzen muss. Amaranth würde mich auf jeden Fall noch interessieren hier. Ich hoffe ja, dass ich dann noch ordentlich was machen kann. Da ich momentan nicht gießen kann, kann ich das ja auch alles gerade mal zurechtklopfen. Ich würde ja gerne eine Umrandung dran machen. Muss ich mir mal Zaun basteln oder sowas. Ich hake jetzt einfach alles. Wenn ich das hinkriege. So. Nicht wahr? Das ist ganz schön viel, muss ich sagen. Komm, eine Reihe geht noch. Das kann ich wahrscheinlich nicht mal alles gießen, oder? Es wäre schön, wenn ich das mit der neuen Gießkanne machen könnte, aber muss ich mal schauen. Zack, zack, zack. Ist gut, dass ich das überhaupt nicht sehen kann hier. So, das haben wir alles gepflanzt. Jetzt komme ich hier natürlich nicht mehr lang, war jetzt total intelligent. Apple-Sirup kann ich noch wegbringen. Warte mal, das können wir hier noch reinschmeißen. Das brauche ich mir später zum Bauen noch. Die goldene Haselnuss kommt dann noch mit rein. Den einen Seed, den ich jetzt doppelt habe, pflanze ich jetzt einfach hier hin. Ist egal. So. Ist egal. Zack. Ach, 7 Uhr. Ja gut, dann gehe ich noch kurz zum Community Center, gebe das noch ab. Und dann geht nicht mehr viel. Ich hoffe nur, dass ich morgen meine Gießkanne wieder abholen kann, sonst habe ich echt ein Problem. Das wäre nämlich nicht so schön. Robin ist echt noch am Arbeiten. Mann, Mann, Mann. Dann kann ich auch demnächst noch ein paar Kühe und Schafe haben. Dann wird es echt interessant hier. So, das kommt. Maple. Ne, kommt hier, glaube ich, hin, ne? Nein. Oder war das doch drüben? Das habe ich nicht aufgepasst. Mann, ich vergesse das immer so schnell wieder. Äpfel wäre nicht schlecht. Ja, habe ich leider alles nicht. Moment. Da fehlt Maple. Bitteschön. Am Chefkoch. Und dann gehen wir wieder. So, ich denke mal, Robin müsste jetzt auch wieder zu Hause sein. Es ist schon 8 Uhr. Schon spät. Pierre müsste auch zu haben. Ist noch offen? Nein. Ich wollte gerade sagen. Dann mal ab nach Hause. Oh, was haben wir denn hier? Können wir nichts ansammeln? Sah so aus. Na gut. Auf geht's nach Hause. Es wäre cool, wenn man so eine eigene Farm hätte. Wäre bestimmt cool. Viel Arbeit. Bist du echt noch am Arbeiten, Robin? Oh Mann, ich gehe jetzt ins Bett. Ach. Ja gut, Kussi. Gute Nacht. Ach ja. Wetter? Klar und sonnig. Jetzt könnte ich mal gutes, schlechtes Wetter gebrauchen, aber geht nicht. Und was sieht mein Dingens? Ja gut, Luck ist heute nicht auf meiner Seite, naja. Wow. Der Herbst ist da. Der Herbst ist da. Musik ist auch schön. Ich müsste eigentlich gießen, aber ich kann nicht. Robin hat die ganze Nacht durchgearbeitet hier. Hi Robin. Nichts zu sagen heute?
Ach ja. Wenn ich ein Gelände für euch hätte, dann würde ich das ja mal machen. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht einen Zaun machen kann für euch beide. Na, ihr seid super. Ich muss mal Essen wieder reinpacken. Ich muss mal zu Mani gehen. Ich muss Essen besorgen. Ich muss eigentlich auch mal Essen selber herstellen und das. So, das kann da rein, das kann da rein. Das ist das Einzige, was es dort gibt hier. Essen war hier drüben, das kommt schon ganz durcheinander. Ja, jetzt wollen wir Essen reichen, das heißt, ich könnte übermorgen müsste ich Essen holen, dann spätestens mal so schauen. Aber ich hole lieber jetzt was, bevor ich es dann vergesse. Müsste mal gucken, was brauche ich für Zäune. Gut, Fans, ich brauche 2 Holz jeweils. Dann gucke ich mal, ob ich ein bisschen was ansammeln kann. Schauen wir mal. Da muss ich doch in den Wald gehen. Das ist ein bisschen blöde. Jetzt ist aber ein bisschen windig hier. Ich brauche ein bisschen Holz. Ich muss Robin eigentlich mal fragen, ob ich das ein bisschen... 19 Wood. Kann ich den eigentlich da wieder einpflanzen? Ich würde den da gerne wieder einpflanzen. Aber wenn ich den hier schon wegnehme, ja, kann ich. Invalidate kann ich nicht, okay. Das heißt, es ist doch nicht so gut, das hier abzuholzen. Ja, lass ich es lieber. Jetzt habe ich natürlich schon wieder einen abgeholzt hier, aber naja. Mani ist nicht da. Ich würde gerne was kaufen. Aber leider ist sie gerade nicht an der Kasse. Da sind Bären. Ach ja. Schau ich mal bei Clint vorbei. Ich weiß noch nicht genau, ob er schon offen hat jetzt. Hi, Jess. Hey, Clint. Wie sieht's aus? Yay! Dankeschön. Die war auch höchste Zeit. Mal die Geode checken hier. Oh, ist so ein Stein drin. Na gut. Danke dir. Bis dann. Ciao. Tja, die Hose habe ich immer noch nicht wieder gefunden. Die wird wahrscheinlich schon ganz, weiß ich nicht. Komisch sein. Hi, Mani. Okay. So, jetzt muss ich zusehen. Achso, ich muss noch mal kurz. Ich könnte bei Pierre noch mal vorbei schnell. Was gibt's hier schon wieder? Walleye. Ja, Walleye habe ich bisher nicht gefunden. Das tut mir leid, Caroline. Kann ich leider nicht. Hi. Ach, hier macht das schon. Kann ich dir noch was geben? Ich weiß nicht, ob du sowas magst. Leider nicht. Du magst auch keine. Na gut. Weed. Da brauche ich mal so 20. Ne, jetzt habe ich schon 30. Okay. Da war ich wieder schneller als gedacht. Seeds. Amaranth Seeds hätte ich gerne noch. Gib mir mal 10. Ich probiere die mal aus.
Fairy Seeds sind auch interessant. Die sind ganz schön teuer, muss ich sagen. Komm, wir nehmen davon mal 10 Stück mit. Das ist echt hardcore. Jetzt habe ich echt die ganze Knete ausgegeben. Alles klar, danke dir, Pierre. Bis dann. Ciao. So, schnell zurück. Ach ja. Die Zeit vergeht hier wieder wie im Fluge, muss ich sagen. Und da sind wir auch schon am Ende einer Episode. Ich würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.